Hey ho und willkommen zu einem weiteren Video von mir, diesmal zum Thema Kubos. Wie immer, wenn es gefällt, Abo, Like, Kommentare, immer gern gesehen. Und dann fangen wir auch schon an mit einer Zusammenfassung der Grundlage, wie man die überhaupt ausbrütet. Im Inkubator. Oben hat man die Kubo-Züchtung, geht man ganz normal drauf und dann sieht man auch schon, was man braucht, nämlich ein Kubo-Ei und ein Inkubator-Energiekern. Dazu schauen wir erstmal, wo wir den Energiekern herkriegen. Und zwar ganz simpel im Markt. Benutzt einfach die Suchfunktion, gebt Kern, Energiekern, Inkubator, irgendwas ein, dann findet ihr ihn schnell. Da ist er auch schon. Wird für 35 Platin angeboten. Wollen wir aber nicht bezahlen, denn das Ganze gibt es auch als Blaupause für die Schmiede. Einfach anwählen, dann habt ihr da die Blaupause. Kostet entspannte 50.000 Credits und schon könnt ihr euch die zusammenbauen. Für die Kubo-Eier simpel und einfach Erdemission. Erdemission rumrennen, dann seht ihr diese Nester, wo auch diese Hunde rauskommen. Und wenn ihr die Nester kaputt macht, habt ihr immer eine Chance darauf, eins der Kupro-Eier zu bekommen. Zu den Arten. Es gibt fünf normale Arten und eine spezielle Art. Schauen wir uns einfach mal kurz alle drüber, damit man sie alle mal gesehen hat. Da wäre der Cesar. Der Huras. Der Raxa. Der Sahasa. Der Sunika. Der Helmenstürmer ist halt das Special, was jetzt gerade in einem anderen Video erklärt wird, aber das seht ihr ja gerade oben eingeblendet. Das nur zusammengefasst, weil im Grunde genommen wird das alles erklärt in der Quest Das Heulen des Kubo und da macht das keinen Sinn, das großartig auszubreiten, ist auch nichts Aufwendiges dran. Nun geht es eher eigentlich um die ganzen Eigenarten, die man so zurechtzüchten kann. Wie die Größe. Was komplett random ist, also richtig komplett und nicht beeinflussbar. Die größte Größe wird dann auch als sozusagen Omega-Kubo bezeichnet, wenn man die allergrößte Größe hat. Dann haben wir die Form, also wie der Kubo beschaffen ist. Der kann halt athletisch sein, der kann dick sein oder schlank mit kurzem Haar. Da werden dann die Prozente, also die Wahrscheinlichkeiten, soweit aufgelistet. Also 80% athletisch, 10% bulky, skinny 10%. Ja, mehr ist nicht. Dann die Fellmuster. Die haben den Vorteil, ihr braucht sie nur einmal. Habt ihr sie einmal auf einem Hund, könnt ihr sie auch auf jeden anderen Hund ausrüsten, wie ihr das wollt. Also spielt dann keine Rolle mehr für die Zucht. Da verhalten sich die Prozente dann so, wo dann auch der Lotus Skin sozusagen mit drauf ist, das Muster. Dann zu den Farben. Gibt es relativ viele. Sind auch natürlich random bei jeder Zucht. Was du drauf kriegst, zählt aber wie bei den Mustern. Hat man sie einmal, braucht man sie nicht mehr. Dann spielt es keine Rolle. Hier dann die Prozente der Standardfarben. Dann haben wir noch die seltenen.
und die sehr seltenen. Und das war's eigentlich auch schon. Mehr Eigenarten gibt es nicht. Es ist halt größtenteils random. Man züchtet sich einfach durch, bis man alles hat, so wie man es haben möchte. Und fertig ist. Dann danke vielmals und bis zum nächsten Video.